Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Landwirtschaftssimulator 2017. Und ihr seht schon, wir stehen hier wieder an der Straße. Wir müssen jetzt nochmal dieses Feld versuchen. Da hat mich der Ehrgeiz jetzt gepackt. Und wir schauen mal, diesmal kriegen wir auch einen anderen Traktor dafür angeboten. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt einfach mal und versuchen das Ganze nochmal zu machen. So. Dann das vorne dran, das haben wir ja beim letzten Mal falsch gemacht, falls ihr die letzte Folge gesehen habt. Na. So. Okay, dann fahren wir gleich mal ein bisschen rückwärts. Na? Hä? Fahren. Ich will das Feld systematisch starten. Dazu müssen wir jetzt ja natürlich als erstes vorne. Ah ne, schalten wir gleich das an. Anschalten. Heben müssen wir nicht. So, und dann den senken wir einmal. Und schalten ihn auch an. So. So einer großen Gerätschaft brauchen wir natürlich auch wieder. Schauen wir mal, ob das läuft. Ja, das läuft. Perfekt. Das geht wirklich am Anfang viel, viel schneller. 9%, 10%. Ich weiß nicht, ob das so stimmen kann. Wir fahren jetzt das gleich mal bis zum Ende. Wir haben hier einen Zaun. Jetzt müssen wir rückwärts fahren. Kommen wir sowieso nicht rum. Und gleich rückwärts fahren. Schon wieder. Das ist halt die Schwierigkeit an der Map Losberg. So. Jetzt aber. Versuchen wir möglichst alles mitzunehmen, damit wir diesmal die Mission schaffen. Wir sind beim letzten Mal ja kläglich gescheitert. Das sollte jetzt auf jeden Fall funktionieren. Sonst machen wir es natürlich kein drittes Mal. Weil letztes Mal haben wir auch falsch angefangen. Ich dachte, ich muss erst überall das wegmachen und dann mit dem anderen drüber fahren. Aber ich habe es ja davor noch nie mit dem gemacht. Ich habe es eben nur mal mit einem automatischen gemacht. Wir nehmen diesmal auch alles mit. Das heißt, wir fahren hier raus. Versuchen die gesamte Kurve zu bekommen. Und dann wirklich wieder. Na, wir sollten sie natürlich nicht mit dem Traktor im Graben versenken. Das ist dann ganz vorteilhaft. So. Möglichst alles nehmen wir mit. Also alles ist natürlich klar, können wir nicht mitnehmen. Das ist ein Screenshot für das Thumbnail. So. Jetzt haben wir ja auch schon wieder fast ein Viertel geschafft. Wir haben es ja letztes Mal nur ganz knapp nicht geschafft. Wir es eben falsch gemacht haben. Falls diesmal auch zwei Reihen haben, fahren wir immer hin und her quasi, oder drei Reihen, ich schau mal, dass es so dann auf jeden Fall besser geht. Hin und her, dann nehmen wir einfach mehr mit. Das haben wir hier. Zirkus machen mit dem genau, Kreisfahren. Wir sind nicht im Zirkus und deswegen brauchen wir auch keinen Zirkus machen. So.
jetzt haben wir ja schon mit 10 Minuten am Wert schon ein Viertel. Letztes Mal hatten wir gar keinen Arbeitsfortschritt, weil ich da erstmal 2 Runden Fail gefahren bin. Weil ich einfach nur erst die Blätter wegmachen wollte und dann das Ganze, ja, mit dem Ladewagen oder mit dem, der die Zuckerrüben rausrupft. Also eine Bahn fahren wir noch drumherum und dann fahren wir hin und her, damit wir die genug Platz haben zum Umdrehen. Das ist ja das Wichtige. Kommt wieder was? So, jetzt war ich hier mal raus. Ich versuche mal mit dem Anhänger das Gesamte mitzunehmen. Mal kurz rückwärts fahren. Möglichst. So, das ist die erste Bahn, die wir in diese Richtung quasi jetzt hin und her fahren. Jetzt haben wir auch schon wieder 83%. Das ist irgendwie ein bisschen unregelmäßig, geht das Ganze. Aber wenn das so unregelmäßig geht, dann ist das wahrscheinlich kein Programmfehler, sondern das ist extra so gemacht, weil es in Wirklichkeit auch so ist. Das kann sein, dass das irgendwie... dass er zum Beispiel das Gewicht nimmt und erst ein kleineres Gewicht als Maß nimmt und dann das Ganze, ja. So. Versuchen wir das Ganze ordentlich zu machen. Haben wir auch hier schon wieder fast die Hälfte. Und... hoffentlich ein perfektes Ergebnis, was nicht heißt, Mission gescheitert. Leider ein bisschen unregelmäßig. Gut. Kommen die nächsten wieder. Müssen wir dann nachher nochmal die Teile abfahren. Hier auf der Seite können wir schön umdrehen, auf der anderen Seite leider nicht so, das ist ja direkt der Wald. Der fährt aber ganz schön wild. Minuten haben wir noch, um die Mission zu beenden. Ich hoffe, dass wir noch einen Zeitbonus rausmachen können, deswegen müssen wir jetzt etwas schneller machen. So, jetzt nehmen wir von der unschönen Kurve vom letzten Mal natürlich noch das mit. Genau, wieder so eine unschöne Kurve. Jetzt müssen wir wieder einiges stellen. Das Ganze natürlich auch noch von drinnen an. Das ist das Ganze etwas leiser. Wenn man hinten schaut, sieht man nur. Drehen wir hier mal um. Warten, lass mal eben kurz vorbeifahren. Nehmen wir den Pfosten immer mit. Jetzt reingefahren. So.
manche Leute sind unmöglich. Wir sind hier unter Zeitdruck, unter enormen Zeitdruck sogar. Die Mission bei Lostberg scheint mir so, sind echt knapp bemessen. Das ist wirklich so. Das ist enorm knapp immer alles. Und ja. Das finde ich nicht okay. Wir müssen jetzt schon wieder mit der Zeit kämpfen. Ich glaube, diesmal sind wir etwas besser dran, aber viel besser wirklich auch nicht. Einen Pfosten haben wir schon mitgenommen. Ich hoffe, dass ich den hier nicht auch noch mitnehme. Aber da der hinten Lenkung hat, fährt er elegant drumherum. Bietet sich ja an, diese Ecke da hinten mitzunehmen. Dann fahren wir die Bahn nicht ganz geradeaus. Ich glaube, so ist es sinnvoller, nicht so lange machen. Vom einen Ende zum anderen des Feldes fahren müssen, nur um unsere Reste noch einzusammeln. Animationen sind echt gelungen, also das gesamte, so wie das hier wirklich sich alles dreht, der Auffangbehälter sich schön füllt. Wir können uns ja mal, wenn wir das Geld dazu haben, auch so eine Maschine kaufen. Da haben wir noch ein bisschen mehr Fruchtsorten, die wir ernten können. Ich glaube, für Rüben gibt es auch gar nicht so wenig. Es muss ja mindestens so viel geben, damit wir den Preis wieder reinbekommen. Immer noch. Nehmen wir die letzte Linie mit. Knapp bemessen ist hier irgendwie alles in Lostberg. Sonst auf Goldcrest Valley habe ich oft teilweise so viel Zeitbonus bekommen, wie die Mission selbst wert war. Dazu muss man natürlich das Ganze nach der Hälfte abschließen. Hälfte der Zeit. Hier irgendwie nicht möglich. Hier noch das Kraut. Aber ich glaube, wenn wir jetzt das Ganze da hinten schön einsammeln, dann haben wir es vielleicht sogar schon geschafft. So, nochmal zum anderen Ende da. Schön einsammeln meine ich, dass wir das hier noch mit. Na, das wird schon wieder so knapp. Das muss man immer in der roten Zeit abschließen. Das ist ganz voll, aber wir schaffen es nicht. Gehen wir jetzt nochmal zum anderen Ende der Map. Das
Mal einen Wind schreiben. Keine Chance mehr. Wenn dann nur auf den letzten Drücker. Nee. Das war schon wieder nix. Ich glaube, wir hören jetzt auch mit der Mission. Das Ganze bringt hier nichts. Die Zeit ist so eng bemessen. Also an die Map-Abbauer von Lostberg, falls ihr das seht, dann ändert es bitte die Zeit. Das ist unschaffbar, die Mission. Mit so langsamen Geräten. Mit dem hier. Ich würde sagen, dann sind wir an der zweiten Fehlfolge, an der zweiten Fehlmission jetzt gescheitert. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns zur nächsten Folge am Montag. Und dann spielen wir wieder Lostberg, machen natürlich nicht mehr diese Mission, weil wir schon wissen, dass wir die nicht schaffen. Hau das Auto noch kurz zurück. Wenn ihr noch kein Abo da gelassen habt, dann könnt ihr es natürlich gerne noch machen, um nichts mehr zu verpassen. Sonst würde ich mich natürlich auch über jeden Like freuen. Und dann würde ich sagen, bis Montag, bis dahin, seid kreativ, bleibt gesund und ciao!